heute mit Jürgen Vogel, Dirk Bach, Alex Schubert und Bernhard Hoecker. Heute ist ein enorm wichtiger Tag in Jürgens Schauspielerleben. Es besteht nämlich die Möglichkeit auf einen riesengroßen Werbedeal. Und dabei geht es um eine 500.000 Euro. Er soll nämlich das neue Bioman-Gesicht werden. Das ist eine Pflegeserie für Männer. Und das Ganze ist abhängig davon, ob er schafft, den angekündigten Werbemanager zu überzeugen. Und einen kleinen Kniff gibt's noch. Er braucht für diesen Vertrag nämlich volles Haupthaar. Damit geht's los und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Fühlst du dich wohl? Oder ist es zu heiß? Was? Ob es zu heiß ist? Es ist schon warm. Ja, das soll's ja auch sein, sonst wird's nichts. Und bist du sicher, dass das dem Deckhaar gut tut? Heißt doch so Deckhaar, oder? In deinem Fall heißt es auf jeden Fall Deckhaar. Das riecht auch so ein bisschen nach Plastik. Ja, das ist die Haube. Das andere riecht ein bisschen nach Pferd. Das bist du. Das riecht an dem Deckhaar. Dirk, zwinge Jürgen ein typisches Friseurgespräch auf. Sitzen bleiben. So schön sitzen bleiben. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Aber sag mal, hast du eigentlich gehört, dass... Nee, ich höre so schlecht. Das Bernhard! Bernhard soll ja was Urkomisches passiert sein. Der war beim Friseur und die wollten ihn nicht bedienen. Ja, was soll denn da auch machen? Eben, das sagten die auch. Ich fand es urkomisch, wirklich so putzig. Aber warte, das wird sehr, sehr schön werden. Ah... Da? Sollst du jetzt den Kaffee machen? Ja, aber einen kalten bitte. Das dauert dann natürlich wieder, bis der abgekühlt ist, Schatz. Sollen wir denn den Zauber mal enthüllen? Ja, meinst du, das geht schon? Dass wir uns... Es fällt ein bisschen in sich zusammen. Das stimmt. Komm, lass uns mal zum Spiegel gehen. Damit ich das dann auch gleich mit dir zusammen sehen kann. Komm, mein kleines Marshmallow, setz dich hin. So. Warte. Jetzt wollen wir das ganz vorsichtig. Vielleicht ist es besser, wenn ich es aufblase, wenn es abnimmt. Okay, ja, das könnte sein. Dann habe ich es besser im Griff. Ich mit 17 hatte ich genau diese Frise. Schön in der Disse. Dirk, Jürgens Perücke ist aus echtem polnischen Rückenhaar. Da konnte man vielmehr mit der Gestik des gesamten Körpers arbeiten. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe, als ich die Haare bekommen habe, aber ich meine, dass sie sogar aus original polnischem Rückenhaar wäre. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Hast du richtig verstanden? Rückenhaar, genau. Ja. Polnisches Rückenhaar von dem berühmten... Eines Polen, oder? Der polnische Rücken. Eine besonders stämmige polnische Pferdeart. Ein Pferd, ja, aber doch. Ja, wenn ich mich... Also, wie gesagt, der Kurs geht mehr so um Make-up Am und Schluss Haar. Ist es doch so. Ja? Es ist völlig egal, solange das so schön ist. Das finde ich auch. Vor allem heute geht's ja um was, ne? Ja, ja, allerdings. Sollen wir nicht so vergessen. Wahnsinn. Dass wir das Ganze ja nicht nur so zum Spaß machen. Ne? Auch, aber... Damit ich eine Freude habe. Eine halbe Minute. Und ihren polnischen Rücken aufsetzt. Nein. Das riecht ein bisschen komisch auch. Na ja, gut. Rücken. Jürgen, du willst dich heute nur sehr langsam bewegen. Wenn du jetzt wirklich diesen Gig kriegst, also diesen... Ist es doch nicht so gut mit dem Haar? Ich übe. Ah! Und was genau jetzt? Also ich meine, hat es
Guck mal, ja. Seitdem ich mich so bewege, aha, bist du auf mich fixiert. Das ist Psychologie. Psychologie. Ich könnte hier alles so... Aber das ist... Guck da, nee, ja, hier. Und willst du es dann auch gleich machen, wenn der Mann kommt von der Beauty-Firma? Um die Konzentration auf mich zu lenken. Okay. Okay, dann mach, ja, ja. Ich bürste nochmal den Rücken. Aber ganz langsam. Okay, okay. Du bist jetzt die Kamera? Ja. Ach nee, ich fotografiere ja nur. Ich hab grad gedreht. Ich hab gedacht, ich muss drehen, aber ich... Gut. Komm, Baby, mach nur mehr. Ich komm gleich. Nenn mich Rücken. Polnisches Rückenhaar. Toller Künstlername auch für dich. Wenn das du jetzt Rückenhaar, so ein Werbefuzzi wärst, ne? Würdest du doch zugreifen, ne? Also, na gut, falsches Wort. Wie? Also, du würdest mich... Also nehmen, wie du bist. Würdest du mich engagieren? Ja, obwohl ich glaube, die wollen das Haar, weil wir haben es ja auch ein bisschen länger gelassen, weil die wollen ja damit auch was machen. Deswegen wollte ich ja lang. Es geht ja um eine ganze Beauty-Linie. Was machen wir denn mit dem Gesicht? Da fällt mir auch nichts ein. Dirk, du möchtest Jürgen mit Tesafilm liften. Das wäre blöd. Das wenn ich mir das jetzt umdrehe, dann bleibt der nur... Nicht, dass ich sagen will, also du bist ja... Ich meine, du stehst in Saft und Kraft, aber es ist ja schon so die ein oder andere... Was in hier Saft so, und... Du stehst in Saft und Kraft, in der Blüte deiner Jahre, aber jetzt guck mal, weißt du, hier, überall schon so kleine Fältchen und so. Und wir müssen das Ganze so ein bisschen ziehen. Weißt du, wie die Frau Ludewig das auch immer macht. Die wird ja hinten... Die wird hinten ja mit so zusammengetackert. Ja, hast du Tesa da? Ich hab die... Ja, die klebt. Das ist eine tolle Idee! Ich weiß nicht, warum ich nicht drauf gekommen bin. Wir machen das mit Tesa. Also ich bin das jetzt nicht so geübt mit den Techniken. Nur nach hinten ziehen. Ja, ja. Vielleicht ziehe ich es bei dir nach unten. Du kriegst ja mit ein bisschen mehr Tränensäcke, finde ich. Das zieht so sehr nach unten, das Ganze. Ich glaube, die haben so eine Kreuztechnik. Ja. Da ist jetzt sowas wie eine Narbe entstanden. Das ist irgendwie komisch. Und wenn ich lache? Models lachen nie. Das Schöne ist, ich vertraue dir blind. Das müssten wir hier ein bisschen beischneiden. Das müssen wir uns dann vorstellen. Aber eigentlich, guck, also 10 Jahre sind weg. Guck mal selbst, was du sagst. Und dass ich das jetzt im Mund habe? Dann ja, das ist okay. Du kannst es in den Mund nehmen, kannst vielleicht noch ein bisschen im Mund so reinziehen. Also anfühlen tut sich wahnsinnig ja gut. Und der ist immer noch besser als bei der Ludewig hinter den Ohren festgetackert. Das ist nicht schön. Na? Ja, da müssen wir halt doch mit Schminke arbeiten. Ich bitte dich. Aua. Es war halt ein Versuch. Aber ich denke, wir müssen ein bisschen was auflegen, oder? Ja, ich möchte das volle Programm. Also alles, was du gelernt hast. Und kriegt man die Haare noch gekämmt, oder? Ja, man kann die noch kämmen, aber die sind jetzt, sagen wir mal, noch so ein bisschen... So ein Rohzustand. Im Rohzustand. Du bist sozusagen, bist du ja eine Leinwand. Ich darf für nicht, die, wir ne? müssen echt aufpassen, ich darf nicht perfekt sein. Das ist natürlich bei dir die Gefahr, gerade wenn du den Mund aufmachst. Und jetzt natürlich... Jürgen? Du verliebst dich in dein neues Spiegelbild. Ein bisschen auf die Wimpern.
Du bist ja welche. Guck doch mal. Ja, guck doch. Ich guck doch auch von hier. Krass, hat das gefunkt. Das hat mit dir selbst gefunkt? Guck mal, das Licht. Das ist schön. Merk dir genau das. Das müssen wir dir nachher zeigen. Wenn guck doch mal, wie es mich an... So. Und dann, ich kenne dich mein Leben lang und ich habe mich jetzt in dich verliebt. Weil du so wahnsinnig schön bist. Ich habe mich jetzt in dich verliebt. Genau das musst du dem Mann zeigen. Das brauche ich auch. Ja, natürlich. Nur so kann der dich auch lieben. Aber ein bisschen auf die Lippen wird noch mehr... Meinst du, das ist der Mann schon? Oh, er ist es! Er ist es! Was? Er ist es! Er ist es! Guten Tag! Guten Tag! Grüße Sie, grüße Sie, grüße Sie! Herr Vogel? Nein, nein, Herr Vogel ist Herr Vogel. Ich bin nur das Gesicht. Nein, ich mache das Gesicht. Also, okay. Der Bruderpinsel. Sie sind Herr Vogel. Herr Vogel. Mein Name ist Schubert. Ich komme von der Firma Birdie Beauty Worldwide. I know. Wir waren verabredet. Yes. Alex, mit Fremden sprichst du immer erstmal Sächsisch. Ja. Nö, kann ich mal hinsetzen hier irgendwo? Überall. Ja. Nö, kann ich nicht. Nö. So. Hier? Herrlich. So, ich setz jetzt mal hier ab. Nö. Wie war die Anreise aus Sachsen? Super. Ich bin schnell wieder Wind hergekommen. Ich habe auch nicht viel Zeit. Freut mich erstmal, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Schubert. Nö, ich komme von der Firma Birdie Beauty. Worldwide Cosmetics. Worldwide in Sachsen oder? Naja, wir sind expandiert in der letzten Zeit. Wir vermarkten unsere Produkte weltweit, überall in der ganzen Welt. Die Mieten sind ja auch viel billiger da. Nö, wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Nö? Wir sind eine wunderbare Region. Nö? Ein tolles Volk. Super. Ist das hier eine Produktlinie noch, die unter Honecker entstanden? Nein. Hören Sie mal. Hören Sie mal. Das Leben in der Schillerstraße. Das Leben in der Schillerstraße. Ja, er kam rein und ich dachte, die internationale Make-up-Welt ist da und dann ist es doch nur so ein Trömel aus dem Osten. Wir nicht zu nahe treten wollte. Ich war nur irritiert. Nö, ist doch gut. Wir kommen da mal her und wir stehen noch dazu. Nür. Wie? Ist irgendwas nicht okay? Nein, schön. Nur, wir haben uns weiterentwickelt und es ist ja eine Biolinie. Und da komme ich auch gleich mal zum Thema. Spannung. Herr Vogel, Sie wissen ja Bescheid. Ich meine, wir können auch Hochdeutsch sprechen. Warum über Hochdeutsch sprechen? Wenn ich jemanden neu kennenlerne, Sie, Herr Vogel, und Sie, Ihren Namen habe ich noch nicht verstanden, aber ist auch egal. Bach. Herr Bach. Ja. Ja. Geht euch erstmal gerne so ein bisschen lokal kolorit. Ja, finde ich auch gut. So. Hat ja auch einen lokal kolorit. Genau, nö, wir arbeiten aber weltweit und deshalb fangen wir jetzt mal richtig an. Herr Vogel, Sie haben sich ja beworben für unsere Bioman-Kampagne, die wir seit neuestem im Programm haben. Ich gebe natürlich offen zu, dass wir von Birdie Beauty Worldwide... Toller Name. Das spielt Ihnen in die Karten, möchte ich mal sagen. Jürgen und Dirk, ihr lebt das Motto, wer schleimt, kommt weiter. Können. Boah, sind das schöne Schuhe. Vielen Dank. Ja, ja. Aber die Socken sind auch nicht schlecht. Echt. Ja. Tolle Socken, ja. Was für ein Bein. Und das im Osten gewachsen. Ich habe
Ich habe noch nie einen anderen Manager-Agenten gesehen, aber Sie sind der Schönste. Ja. Ich sag sowas nicht oft. Also vielen Dank. Ich meine, der Name Birdie Beauty Worldwide, haben Sie den selbst erfunden? Das muss aus so einem klugen Kopf kommen. Ja. Wir waren vorher VEB Kosmetikindustrie. Deswegen haben wir einen neuen Namen und neues Management, neue Produktlinie, alles neu. Birdie Beauty, wir haben alles vielleicht neu gemacht. Wegen Ihrer wunderschönen Storchenbeine? Nur damit wir uns gleich richtig verstehen. Sie brauchen nicht versuchen mit Schmeicheleien. Niemals, das niemals. Also, hallo? Ich bin unbestechlich. Wir auch. Wissen Sie was? Ja. Ich hätte gern die Haare so wie Sie. Ja, ich auch. Also vom Schnitt. Die Farbe finde ich jetzt bei mir auch nicht schlecht. Wissen Sie, als ich Sie gesehen habe, mit Ihren tollen Haaren, und Sie haben ganz wunderbare Haare. Nicht, da kann man noch alles mitmachen. Da kann man alles mitmachen. Eine tolle Ausgangsposition. Ja, wie soll ich sagen, wie ein unbeschriebenes Blatt. Eine Leinwand, ich sag immer, es wie eine Leinwand. Ich muss Ihnen... Das Gesicht, aber diese Klarheit, ich denke, man kann ganz viel machen. Denn diese hohen Wangenknochen hier, das ist ganz natürlich. Fast slawisch angehaucht. Ja, ja. Polnisch. Polnisch. Ja. Hat er mich auch so ein bisschen in die Richtung gestylt? Manchmal hat man ihn auch polnischen Rücken genannt, weil in der Schule saß ein polnischer Junge hinter ihm. Cem Dobre. Ist der Cem Dobre? Kratze, Ratze. Sie sprechen ja auch diese Ostblocksprachen, nicht? Ich hatte Russisch in der Schule. Schöne Sprache. Wunderschöne Sprache. Toll, wenn man das kann. Hab sie nie begriffen. Kann von uns ja fast keiner. Nein, ich auch nicht. Da habe ich gefehlt. Da habe ich mich eingecremt. Kleiner Scherz, machen wir unter Kosmetikern so manchmal. Das war lustig. Ja, der war sehr komisch. Ja, ich bin mich eingecremt, den muss ich mir machen. Wenn ich zum... Der war so gut. Also, wem sowas einfällt, der muss genial sein. Ja. Ist so komisch. Wissen Sie? So, können wir denn jetzt? Ja, natürlich. So, ich habe hier einen, wie gesagt, einen Fragebogen. Ich bitte Sie, diese ganz Fragen ehrlich zu beantworten. Denn es ist wichtig, dass für unsere Produktlinie ein Gesicht... Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Wir haben uns ja über Sie erkundigt, Herr Vogel, und... Uns ist natürlich aufgefallen, dass Sie schon mal in der Werbung tätig waren. Ich habe Sie auf einem Gurkenglas gesehen und auch auf einem Spülmaschinentabs. Kann das sein, Herr Vogel? Ja. Da hatten Sie weniger Haare. Ja, ja. Und ich war mir nicht sicher, als ich hierher kam, ob Sie für uns in Frage kommen. Aber ich sehe, es ist ja alles in Ordnung und wir können zu dem... Ich habe einfach wachsen lassen. Ja. Und ich habe gepflegt. Das ist gut. Sind Sie sein Visagist? Ja, ja, ja. Ich habe ihn persönlich... Er ist der beste Visagist. Ja. Und ich sage Ihnen, ich habe ihn auch persönlich oft eingecremt. Sie sind sehr lustig. Herr Vogel, ja. Wie wichtig ist Ihnen Körperpflege? Nicht wichtig, wenig wichtig, wichtig, sehr wichtig. Ehrlich. Ehrlich. Sehr wichtig. Ich habe nichts anderes erwartet. Zweite Frage, wie wichtig ist Ihnen Ihr Aussehen? Nicht wichtig, wenig wichtig, wichtig, sehr wichtig. Heute sehr, sehr wichtig. Wie viel Zeit verbringen Sie durchschnittlich im Bad? Weniger als 5 Minuten, mehr als 5 Minuten, mehr als 10 Minuten oder mehr als 20 Minuten? Je nach Produkt, aber... Ein gutes Produkt lässt sich schnell und gut auftragen und sollte nicht mehr als 20 Minuten dauern, sonst kann das Produkt nicht wirklich gut sein. Ja, das ist... Alex, deine Fragen sind teilweise etwas intim. Ich meinen Scheitel haben. Ja. Ja, schlafen Sie nackt?
Je nachdem, ob es Karnevalzeit ist oder nicht, werde ich oft wach und merke, warum sind die Socken noch an? Also nackt, aber Socken. Mehr so Aloe-Socken, nicht? Seidensocken? Ja. Aus Sachsen. Bio? Bio-Socken aus Sachsen. Rasieren Sie sich noch an anderen Körperteilen außer im Gesicht? Unbedingt. So. Das ist besser, wenn ich ihn wieder eincreme. Bist du voll dabei? Ja. 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 Der so schön ist. Dirk, du hast noch Perückenkleber am Finger. Sehr guter Vogel, das sind genau die Antworten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das hilft uns in jedem Fall erstmal weiter, Sie richtig einzuschätzen. Allerdings fällt mir da was auf, Herr Vogel. Zeigen Sie doch mal bitte Ihre Hände. Die pflege ich ja gerade sehr. Zum Schonen, weil die Haut unter einem Verband, wenn man noch nicht die richtigen... Alles okay? Wenn man noch nicht die richtigen Pflegeprodukte hat, weil man sein Leben lang rumgeirrt ist und nicht wusste, dass es so was Schönes gibt wie... Herr Vogel, ich glaube, wir können die ganze Sache hier abkürzen. Ich glaube, mit den Händen, mit den Verbänden, mit den Verbrennungen, wissen Sie, wir brauchen Insert. In 2 Tagen ist es weg. Das ist abgeheilt, das ist nur noch zum Schutze meiner... Michael Jackson sagt Ihnen das was? Ja. Kennen Sie das mit den Pflastern und den Fingern und diesen Verbänden? Ja. Das ist irre cool. Ja. Wissen Sie, wir können es uns... Was machst du denn? Ich muss nur ganz kurz mit meinem Gesicht reden. Was ist denn los? Ich hab doch Kleber von der Perücke am Finger und die Bürste festgeklebt. Das geht nicht. Dann schmeiß sie weg. So. Herr Vogel. Sie wissen... Geht's ihm gut? Ich mache, damit meine Bürstenhand leicht bleibt. Arbeiten Sie schon lange als Physicist? Also hier gerade im Haus, denke ich, bin ich der Top-Physicist. Sie sind schon lange an dem Haus hier. Ja. Ja, gut. Ich muss noch mal auf die Hände kommen. Herr Vogel, wir können es natürlich nicht gebrauchen, wenn Sie sich vor der Kamera das Gesicht eincremen mit verbrannten Händen. Niemals. Das sieht nicht gut aus. Aber gucken Sie mal. Das verkauft sich nicht. Wenn Sie seine Hände jetzt sehen. Was für schöne Hände ich habe. Und wenn ich meine jetzt verstecke und er macht es, er kann auch viel besser cremen als ich. Er hat es ja gelernt. Also wie gesagt, mit der Hand kann ich nur bürsten. Aber hier, was ich da schön cremen kann. Und gucken Sie mal, wie straff diese Hand ist. Die ist ja förmlich aufgeblasen. Also ich meine, die hat ja gar keine Falte. Alex, du siehst in Jürgens Haut jede seiner Sünden. Oh. Herr Vogel? Ja? Sie können mich Jürgen nennen. Alex. Jürgen. Dirk. Alex. Alex ist ein echt toller Name. Jetzt mal ehrlich, Butter bei die Fische. Sind Sie ein Schwerenöter?
Das wäre was? Haben Sie es krachen lassen? Laufen Kinder rum, die Sie nicht kennen, von Ihnen? Trinken Sie Alkohol? Nehmen Sie Drogen? Sie wissen, die Haut ist der Spiegel der Seele. Ich dachte immer, die Visitenkarte eines Menschen. Ist das nicht dasselbe, Dirk? Der Spiegel ist dasselbe wie eine Visitenkarte? Ich denke schon. Hallo, mein Name ist Dirk. Ich kann in Ihrer Haut, und jetzt sage ich es einfach mal heraus, sehen, dass Sie nicht immer nach Bioart gelebt haben. Wenn Sie der Bioman sein wollen für uns, dann, das lieber Herr Vogel. Das hat den Grund. Ich will ehrlich sein. Ich bitte darum. Ich habe mich schon jahrelang darauf vorbereitet. Ich habe sicherlich Fehler gemacht. Ja. Mit meiner Haut. Das haben wir ja alle. Und ich wollte anhand dieser Produkte meine Haut wieder aufpeppen. Und auch, dass dieser Prozess während des Spots zu sehen ist. Vorher, nachher, in einem Spot. Die Creme drauf, die Haut strafft sich. Die Falte ist weg. Der Alkohol, die ganzen Weiber, die Kinder, die ich gemacht habe auf dieser Welt. Alles nicht mehr zu sehen. Durch diese Creme. Das würde man nie sehen, wenn ich vorher schon aussehen würde wie eine... Da muss ich nachdenken. Und ich will nicht jetzt hier manipulieren. Das kann man mit euch aus dem Ostraum gar nicht so gut. Nee, Herr Vogel, ich finde das gut. Wissen Sie, Sie kommen an als pickliges, langhaariges Frettchen. Okay. Und werden... Der David Beckham von Köln. Mit langen Haaren. Lange Haare, schön und gut, aber gepflegt müssen sie sein. Und sie müssen einen modischen... Ich kann da alles sie machen. Es geht, wie gesagt, es an der Tür Kinder, so kann ich, aber... Ja, ich bin schon. Ich wollte nur mich nochmal einbringen. Ein bekanntes Model ist gefragt. Da klingelt auch mal... Wir hatten einen Termin, Herr Vogel. Ich bin... Na gut. Oh, Beckham. Hallo, Dirk. Ach, du, okay, das ist ja super. Ja. Du bist der Jürgen, der Mann macht doch hier sauber, oder? Wir haben gerade einen Termin mit Herrn Schubert, einem Nicht-Sachsen aus dem Osten. So, hallo, wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Mir geht's gut und ich denke, die Mauer in unseren Köpfen sollte verschwunden. Ja! Wunderbar, wunderbar, das ist ganz meine Meinung, finde ich herrlich. Ich habe mir mal schnell die Haare wachsen lassen, weil ich noch einen schönen Spot drehe, wahrscheinlich, wenn wir uns einigen, aber wir sind nicht gut. Sehr nah. Ja. Und jetzt ist es gemacht, Nase zugehalten, in die Stirn geatmet. So ähnlich war es, ja, so ähnlich muss es gewesen sein. Jedenfalls ist es ein unheimlich schönes... Bernhard, du bekommst den Lachkrampf deines Lebens. Ja. Wir sind sehr zufrieden und Herr Schubert von Beauty Birdie Worldwide ist auch sehr zufrieden. Absolut korrekt. Er freut sich so über meine Haare und mein Aussehen. Er ist so glücklich. Das wird vielen Menschen so gehen, wenn sie mich sehen. Es geht ja hier um viel Geld. Ja. Oder soll ich dich lieber eincremen? Es ist ein lustiger Kölner Jung. Sie müssen mal richtig von unten atmen. So richtig von unten müssen Sie hochatmen. Lassen Sie ihn ruhig ohnmächtig werden. Dirk, lenke Alex mit einem Ausdruckstanz ab. Gerade ausgedacht. Theoretisch ist ja alles klar.
Wir machen einfach mal weiter. Das ist die Produktlinie. Bioman. Ja, Bioman. Der Man hört ja nicht am Kopf auf. Tut das weh? Greifen Sie ruhig mal zu, Herr Vogel. Das fühlt sich stark an. Das ist unser Bioman-Massageroller. Ich finde das super. Jetzt, wo ich das sehe, weiß ich, wo der Jürgen das her hat. Guck mal, ein neuer Schlüsselbund. Zeig oh ja, neuer Schlüsselbund, den muss man mal angucken. Oh, guck mal, da kann man es nicht mit anderen ausmachen. Der Entrahmungsvertrag, hier habe ich ihn gekriegt. Und es geht auch, dass er 500.000 Euro Vertrag kriegt. Herr Vogel, eine Schokomaske von Bioman. Das sind natürlich Produkte, die Sie, Jürgen, für uns repräsentieren müssen. Sie sind Bioman. Wir sagen bei uns in der Firma... Wir sagen bei uns in der Firma... Superman was yesterday. Today is Bioman. Das ist Today ein is Bioman! Ja. Vielleicht könnte ich auch so eine Melodie schon mal vorgeben. Today is Bioman! Bioman, 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 Bioman! Lustig. War so eine Idee. Das ist gut, weil es authentisch ist. Ja. Ja. Du weißt, dass die vorher an dem Bauch war von... Herr Jung. Ja, Herr Alex. Haben Sie Allergien? Alex, bei der Präsentation deiner Produkte wirst du sehr feminin. Gut, wir haben hier ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist eine Antimüdigkeit-Reinigungspflege für Ihre Haut. Ja? Wir müssen natürlich genau wissen, ob Sie darauf reagieren in irgendeiner Art und Weise, nicht? Verstehen Sie? Wie reagierst denn du da drauf? Ich weiß nicht. Kurze Frage, was bieten Sie an, Produkte oder Ihren Körper? Ich biete Produkte an. Mein Körper tut hier nichts zur Sache. Da müssen wir uns schon mal privat treffen. Ist ein schöner Körper. Vielen Dank. Ich müsste wissen, Herr Jürgen, ob Sie allergisch auf unsere Produkte reagieren. Nein. Denn es macht natürlich wenig Sinn, wenn man Sie privat mit Pusteln und Ausschlag... Ich würde mal sagen, never ever. Verstehen Sie mich? Ja. Habt ihr Englisch gehabt? Russisch. Ah, gut. Probieren Sie doch mal hier, ich darf Ihnen mal das kurz... Alles, vor allem auf die Hände. Ja, das ist eine Reinigungscreme. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt eine Runde durch den Traum drehen soll. Das ist ganz, ganz toll. Das ist unheimlich weich und fühlt sich total toll an. Das ist wirklich schön. Ja, das finde ich super. Und schauen Sie mal, wenn Sie das auftragen am Gesicht. So. Ja. Oh, das fühlt sich toll an. Hm. Jürgen, lass dir nicht anmerken, dass die Creme saumäßig brennt. Ach, es sieht ein bisschen aus, als hätten sie Rouge drunter. Ach, weil das so rot da drunter ist? Ja. Das passiert gerade jetzt. Ja, ja. Zeig mal, es funktioniert. Vorher hat er so ausgesehen. Nein. Also, und allein der Gedanke an Ihre Produkte hat ihn großmütterlicherseits. Hat ihn jünger gemacht, so 80 Jahre jünger. Herr Vogel. Wie lange muss das denn drauf? Kann Herr Vogel, das, wieder das können runter, Sie gleich oder? Wieder, das es soll ja reinigen. Wischen Sie es ruhig ab, Sie haben ja da Lappen. Das kocht alles ab. Wir haben noch viele, viele andere Produkte, von denen ich natürlich wissen müsste. Ist alles okay bei Ihnen? Alles super. Sehr schön, das freut mich sehr. Ich habe noch viele andere Produkte. Zum Beispiel gibt...
Das ist... Geht's ihm gut? Ja, er hat dieses Atemproblem. Der hat Vertrag vor Freude. Das ist ja ein tolles Produkt. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist Bio-Man. Und das brennt überhaupt nicht. Ja, das finde ich auch. Und wir haben hier noch eine Schokomaske. Wissen Sie was, Herr Vogel? Jürgen. Ja, Herr Alex. Wir probieren das jetzt mal. Natürlich. Ich mach das mal hier auf. Da steht... Sollen wir Rippeltippel spielen? Anwendung. Was? Rippeltippel Nummer 1 mit einem Tippel ruft. Rippeltippel Nummer 2 ohne Tippel. Und jetzt musst du sagen... Ja doch, das habe ich gar nicht verstanden. Pass auf, wir sind alle Rippeltippel mit einer Nummer. 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich Rippeltippel Nummer 1 mit einem Tippel ruft. Rippeltippel Nummer 2 mit keinem Tippel. Los, jetzt musst du sagen, Rippeltippel Nummer 2 ohne Tippel ruft. Rippeltippel Nummer 3 ohne Tippel. Sag. Warum denn? Rippeltippel ohne 2 ruft. Fehler! So, ha, jetzt bist du nämlich... Du bist Rippeltippel Nummer 3 ohne Tippel und ruft Rippeltippel Nummer 2 mit 2 Tippel. Also, Rippeltippel Nummer... Tippel, Rippel, das bringt... Fehler! So, jetzt sie! Rippeltippel Nummer 4. Ja. Rippeltippel Nummer 4 ohne Tippel ruft Rippeltippel Nummer 1 mit einem Tippel. Ja, richtig! Ah, super! Okay. Oh, oh. Haben wir im Osten immer gespielt. Das haben die im Osten gespielt. Wir im Westen hatten Spielsachen mit Strom. Also das riecht wirklich lecker. Das riecht wirklich super. Das, mein lieber das Herr Das brennt Jürgen. Auch gar nicht so. Ich fühle mich auch echt super. Möchtest du dich denn so verdrehen, so verändern? Möchtest du so ein anderer Mensch sein? Möchtest du nicht eigentlich du selber sein? Möchtest du nicht der sein, der eigentlich in dir drin ist? Ich möchte der sein, der die 500.000 mitnimmt, okay? Und du beißt bitte auf deinen Beißring, den er vorher am Bauch hatte und die Haare abgelöst haben. Warte, ich mach's dazu. Ja, auf meinen Pferderücken, ne? Ja, ja. Kennen Sie das? Das ist Bernhard, du findest das hier alles total weibisch. Da bin ich besoffen. Warum hab ich die Socken noch an? Wie wär's denn mit einem Prosecco, hä? Oh, das steht Ihnen wahnsinnig gut. Das ist doch... Hör auf. Wer sind Sie? Ist das Ihr Manager? Nein! Ich bin nicht nur sein Manager, nein! Ich bin der, der dafür zuständig ist, dass auf sein Leben, auf seine Persönlichkeit geachtet wird. Schauen Sie sich doch mal diesen Mann an. Das Dunkle, was da aus der Haut kommt, das ist kein Design. Das sind Barthaare eines echten Mannes. In diesen Hoden entsteht so viel Testosteron. Das kriegen Sie. Das Leben in der Schillerstraße. Der Mann schwängert Frauen, indem man ihnen vorbeiläuft. Und sie wollen hier mit diesen. Ist das ein Hornhauthobel? Weil ich hab hier nämlich so ein. Großen. Mach weiter, Mann! Das ist der Große für schwierige Stellen. Ah, das ist gut. Herr Schubert, jetzt... Das müsste aber jeder... Weiter, das hat man dann gut getan. Noch weiter, ich zieh mich wirklich jetzt eben so. So. Ja, aber das kann es nicht. Du fühlst dich so, aber du siehst gerade überhaupt nicht so aus. Da ist doch eine Leinwand. Ich muss neutral sein wie ein Model. Die sehen auch scheiße aus, wenn die mir schminken. Das ist toll, dass da eine Leinwand ist, aber da kannst du keinen Frauenfilm drauf laufen lassen. Sie leben wohl nicht in dieser Zeit, oder? Männerprodukte für Männer. So großen Hoden, wie du eben gesagt hast. Ein Frauen beim Vorbeilaufen. Ja, aber wenn er so große Hoden hat, warum schmiert er da nicht die ein, sondern sein Gesicht, verdammte Scheiße? Weil Hoden in der Werbung nicht stattfinden, Bernhard. Aber theoretisch könnte ich sie auch einstellen. Ja, ich weiß, man besitzt Ersatzkörperteile, aber trotzdem, es ist doch... Bikini-Rasierer. Bioman-Bikini-Rasierer. Für den Herrn. Und was wollen Sie da rasieren? Eine Flamme, damit es aussieht wie eine Kerze oder was? Ich nehme das auch. Das ist eben. Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Und gleichzeitig soll ich das mit Flammen machen? Nein! Herr
Schubert, wo Sie gerade so schön hier sitzen, nur damit Sie nicht vergessen, dass meine Fähigkeiten nicht nur die Visage betreffen, sondern auch durchaus das Haupthaar. So? Dirk, beeindrucke Alex mit erfundenen Beauty-Fremdwörtern. Wenn ich dann zum Beispiel sagen kann, dass hier, das ist von der Moncherie-Pflanze. Das zieht ein bisschen. Es muss ziepen, damit ein Hauch Männlichkeit bleibt. Eine Moncherie-Pflanze habe ich noch nie gehört. Ich dachte, das wird in der Industrie hergestellt. Die kann man noch nicht hören, die wächst, die kann nicht reden. Das ist bei Pflanzen so üblich. Aber ist unser Schlaubi-Schlumpf. Gerne auch mal Klugscheißer genannt. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Ich fühle mich herrlich erfrischt und... Fühle mich wohl. Schön ist das. Ich glaube, das ist das Gesicht Ihrer Firma. Es ist ein sehr ehrlicher Moment. Sie sollten einfach mit dem Handy selber so ein Bild machen. Finden Sie? Ja. Sie meinen, ich soll der Bioman? Nein! Das ist eine tolle Idee. Nein, das ist mir auch schon mal total. Ich finde auch nicht schlecht. Also das wissen Sie, als er das sagt mit den Beinen. Löwensenf-Puntiumanien und. Er wollte damit sagen, dass Sie sicherlich als jemand, der diesen ganzen Deal einfädelt. Ja. Wie komme ich da raus aus der Scheiße? Indem ich es übernehme. Jürgen, bring Bernhard mit einer Gesichtsmaske zum Schweigen. Der perfekte Mann. Aber glauben Sie mir, das will da draußen in der großen, weiten Welt keiner sehen. Wenn jemand seine Automotorsport aufschlägt und direkt hinter dem Audi 6-Zylinder Ihr Gesicht sieht, denkt er, verdammt, ich nehme doch das Auto. Wenn er aber dieses Gesicht sieht und sich dabei sagt... Verdammt, ich sehe ja genauso scheiße aus. Dann wird er sagen, ich werde die Produkte Ihrer Firma benutzen, damit aus diesem Gesicht so ein... Ruhig, Brauner, ganz ruhig. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig, da muss ich ein bisschen konzentrieren. Gute Frage, wenn er aus Sachsen kommt, habe ich dann mit einer braunen Hautfarbe jetzt nicht ein Gefährdungspotenzial? Nein, das ist ein Vorurteil. Das ist nur ein Vorurteil, dann ist gut, dann haben die in den Zeitungen das alles falsch geschrieben. Jetzt gucken Sie mich mal an und sagen, nein. Schokomaske oh nein. Ist super. Darf ich ganz kurz? Ja. Danke. Schokomaske ist super. War nicht so toll. War nicht gut. Nee. Der Versuch war es wert. Ja, ich wollte sehen, Sie hatten kurz so einen Anflug, aber wir kriegen Sie gar nicht verkauft. Abgesehen von den Haaren, das läuft gar nicht. Wir machen ja keine Selbsthilfegruppe für Kahle. Tut mir leid, ich hätte es dir irgendwie auch gegönnt. Ja, das sind Haare. Sowas will die Frau von heute sehen. Ja, ah, Mann. Frauen träumen von einem Pferderücken. Ja. Ein polnischen. Bernhard, du hast an jedem Produkt etwas auszusetzen. Ja, aber das ist das zum Beispiel hier. Also, es schmeckt zwar nach Schokolade, aber ich habe ja nicht das Gefühl, eine Süßspeise sein zu wollen, wenn ich das benutze. Wenn ich dann hier so etwas sehe, wie das hier zum Beispiel, das ist zum Beispiel komplett standardisiert auf eine bestimmte Augengröße. Und ich glaube, die Menschen sind zu individuell, um das einfach so auf den Markt zu werfen. So, das hier sieht mehr so aus, als würde man das einem in den Mund stecken, damit er beim Sex nicht schreit. Das hier... sind Kaltwachsstreifen. Entschuldige bitte, wie lange soll denn so eine flache Kerze brennen? Das hier zum Beispiel, das kann ich mir schön vorstellen, aber nicht im Gesicht. So was zum Beispiel. Das ist einfach, und zwar nach Schokolade tropfig. Das hier zum Beispiel, das ist einfach noch komplett ungebraucht. Ich denke, es wird einen Grund haben. Keiner will es haben. Alex, es hat dich sehr verletzt, was Bernhard gerade gesagt hat. Bitte, was ist das denn, was Sie da alles dabei haben? Das muss ich mir nicht anhören. Nein! Ich bin hier gekommen um eine halbe Million Euro! Ja! Das ist toll! Wissen Sie was? Ich mache auch nur meinen Job! Und Sie machen den toll! Ja! Super! Und was Sie da gesagt haben, das ist natürlich hier! Bist du weh?
Stimmt, das ist verdammt. Das muss ich mir nicht anhören. Ich bin ja hier nicht der Hans Wolf von allen hier. Auf keinen Fall. So, jetzt geht's wieder mit dem Sachsen los. Geht's wechseln. Nein, nein, ich möchte Sie einfach nur mal... Nee, Hans Wolf! Damit machen Sie nie wieder was Gutes. Doch, Halleluja. Das ist toll. Das sollte auch nicht einfach sein jetzt für Sie. Wir wollten als Gruppe zeigen, dass wir uns hier nicht anbiedern. Nein, wir wollen Ihnen nur zeigen, wie toll wir die Produkte finden. Ja, und da muss man auch manchmal kritisch sein. Einerseits finde ich es gut, dass Sie ehrlich sind. Ja, das ist, wir sind so ehrlich, wir finden das total scheiße, uns interessiert echt nur die Kohle. Darum muss ehrlich sein. Ja. Ja, deswegen ist doch alles einen Berg runtergegangen, weil die nur gelogen haben da oben. Erich und die all... 40 Jahre lang haben sie uns belohnt und betrogen! Helmut! 40 Jahre lang! Und jetzt wollen wir auch mal was machen! So, Herr Vogel. Wir sind so auf einer Wellenlänge. Kurze... So. Dirk, deine lang verschwundene Eincremesucht bricht wieder aus. Mit dem Schokoding, was ist, wenn man Diabetes hat? Fällt man dann ins Koma? Wir haben noch eine Diabetiker. Eine Diabetikermaske. Ja. Bio-Diabetiker. Oh, die Diabetikermaske, die würde ich mir jetzt so gerne auftragen. Ach, wäre das schön. Wenn wir ins Geschäft kommen sollten, nichts für ungut, aber derart kritische Töne können wir uns in der Werbung natürlich nicht leisten. Das würde ja nicht nach außen kommen. Ich möchte den Mann nicht am Set sehen. Nein, der Mann, der bleibt in seiner verdammten Kneipe. Bernhard, es ist mein die Job. Die ist ganz toll, die Creme. Bernhard, die ist ganz toll. Sie sehen, diese ganzen Produkte, die scheinen ja richtig süchtig zu machen. Es macht so süchtig. Das ist der Wahnsinn. Das ist ganz toll. Bernhard, das ist eine Wimpernklemme. Der Visagist hat das gut erkannt. Dafür bin ich ja Visagist. Na eben. Ist ein Profi. Hätte ich nicht Visagist gelernt, wäre ich vielleicht Visagist geworden. Aber so bin ich halt Visagist. Wenn ich doch noch mehr Gesicht hätte, dann könnte ich mich noch mehr eingrenzen. Du hast schon ziemlich viel Gesicht. Ja, ja. Das war ja, was ich meinte. Du hast mehr Gesicht als der Durchschnittsmann. Das stimmt. Die Frage ist, will er möglichst viel Quadratmeter für sein Geld oder will er ein bestimmtes Gesicht? Gut, wir wollen natürlich viel vom Produkt verkaufen. Ne? Da ist natürlich große Fläche. Da stören ja Haare total. Das ist richtig. Deswegen wollten wir auch das eines... Da sind sie, wenn man ein Parkett verkauft und überall ein Flocati hinlegt. Dirk, es reicht, wenn Sie es sparsam auftragen. So wie Kaviar. Genau. Unsere Produkte sind so bio, die kann man essen. Auch die Werbung könnte ich machen. Ist doch Bio. Ja, ist Bio, Bio. Da ist Bio-Erdöl drin. So. Deswegen sparsam. Haben wir denn den Vertrag dabei? Das so schnell geht das natürlich nicht. Ich war das auch. Er hat auch gut, eine halbe Million, so ein Deal unterschreibt man natürlich nicht hier zwischen zwei... Keine Angst, wir gehen zur Seite. Kahlen. Ich bin dazu jetzt in der Phase auch noch nicht autorisiert. Ich gucke mir natürlich auch noch andere... Was? Ja, natürlich. Herr Vogel, Ihr Name? In allen das Ernst. Das passt. Ja? Bird, Vogel, das ist zwar fast ähnlich. Ne? Aber wir halten mal fest, die Hände, Risiko. Jungs, rette die Lage wieder durch. Wer schleimt, kommt weiter. Ich finde das gut. Schön das gelacht. Ist genau das, wie Sie das hier angehen. Wissen Sie, wie Sie aussehen? Perfekt, wie das ganz kaum zu beschreiben ist. Wissen Sie, wie Sie aussehen? Kennen Sie Bruno? Ist ja aus wie Bruno? Ja. Und noch schöner.
Meinst du Bruno, den Bären, der erschossen haben in Österreich, oder was? Nein, ich meine diesen tollen Schauspieler, der diesen Bruno spielt. Der sieht doch genauso aus. Sacha Baron Cohen. Ja, die sehen wahnsinnig toll aus. Wie ein Schauspieler? Wie ein Schauspieler, ja. Wie ein richtig guter Schauspieler. Ein englischer Schauspieler. Aber sie reden wie ein Nobelpreisträger. Sie haben in ihrer Birne nämlich auch noch was. Und dieser Finger, wie der steht. Der steht wie eine Eins. Wie eine Rakete. Wie eine Kerze. Jetzt steht er noch mehr, wo ich ihn angefasst habe. Wow. Und er ist eingeölt. Und ich habe hier nur gesessen und schon bin ich schwanger. So toll sind Sie. Ich weiß nicht, Herr Vogel. Was denn? Na, das Ganze hier heute, das ist ja nur ein typisches Werbecasting. Ich bin ein ganz besonderer Testimonial. Bei mir kann das gar nicht einfach laufen. Ich habe verrückte Freunde, ich bin verrückt. Die Leute finden mich toll, wenn ich verrückt bin. Da wollen die Leute die Creme sehen, die ich benutze, weil ich so verrückt bin, um zu gucken, ob sie auch so verrückt werden. Ja? Wonder Hair. Okay. Bioman. Ja. Ich möchte, dass Sie das Produkt für mich einmal kurz anwenden und dann sagen, Bioman nimmt Wonder her. Das möchte ich einmal von Ihnen hören. Das brauche ich einfach nochmal, bevor ich hier... Alles ganz langsam. Wonder Man. Nimm Bio her. Herr Vogel, das hat mir gut gefallen. Scheiß die Wand an, Sie haben den Job! Ja! Ja! Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Schillerstraße um 20.15 Uhr hier in Sat 1. Macht es gut. Tschüss. Schillerstraße.